Fiete, jetzt hattest du noch eine Frage. Stell die gerne noch, bevor wir loslegen. Also wir zeichnen schon auf, aber das macht nichts. Ist die Frage allgemein tauglich? Kann die jeder hören? Oder? nur noch kurz, mein Name ist Wiebke und nicht Wiebke, weil viele Wiebke, also bei mir fehlt ein E und trotzdem sagen viele Wiebke, aber der Name wird mit kurzem E gesprochen. Aber danke, dass du das sagst, weil dann starten wir jetzt und dann kann ich dich auch vor allen Dingen richtig ansprechen. Super, okay. Also, hallo liebe Wiebke, schön, dass du heute bei der Rasseplauderei dabei bist. Und bevor wir loslegen und uns über eine super schöne Rasse unterhalten, die ich auch total gerne mag, magst du dich vorstellen, kurz oder lang, ganz wie du möchtest? Sehr gerne. Mein Name ist Wiebke Hagemann. Ich komme aus dem schönen Münsterland und habe seit über 10 Jahren meine eigene Hundeschule. War viele, viele Jahre stolze Besitzerin von 2 wunderschönen Cocker Spanielen und einem Mini Australian Shepherd. Und die beiden Cocker Spaniel kamen aus dem Tierschutz und zusätzlich zu den beiden verrückten Cockern hatte ich dann auch noch Pflegehunde aus dem Tierschutz, auch Cocker Spaniel oder Mischlinge. Und ja, durfte da viele tolle Erfahrungen machen und sehr viel von diesen Hunden lernen. Und genau, das hat dazu geführt, dass wir beide heute darüber plaudern. Genau, weil wir uns nämlich heute über den Cocker Spaniel unterhalten wollen, beziehungsweise wir die Rasse Cocker Spaniel vorstellen wollen. Wiebke, bevor wir da einsteigen, wo sitzt denn deine Hundeschule? Wo kann man dich finden? Meine Hundeschule ist in Emstetten. Das ist zwischen Münster und Osnabrück. Und die Hundeschule heißt Canipedia. Und wir bieten Alltagstraining an, also alles so rundherum, bieten Seminare und Fortbildungen für Trainer an. Und da sind wir auf ganz vielen Wegen unterwegs. Okay, also ich verlinke natürlich deine Webseite dann in der Videobeschreibung, aber ich habe noch mal kurz eine Frage. Machst du nicht auch Zootiertraining? Das ist, hat jetzt nichts mit der Rassebeschreibung, aber fand ich immer so interessant und vielleicht ist es auch für unsere Zuhörerinnen interessant, dass das auch so ein bisschen deine Spezialisierung ist. Genau, also ich bin zusätzlich auch noch Zootiertrainerin und gehe in Tierpark und berate da in puncto Enrichment und Verhalten und bilde dort eben die Tierpfleger aus im Tiertraining. Und das macht mir sehr viel Freude. Also da bin ich viel unterwegs, lerne viele nette Leute kennen. Ich war vor kurzem noch in Recklinghausen und habe da 3 Tage mit einem ganz wunderbaren Team verbracht. Und das macht mir sehr viel Spaß, weil es eben auch unfassbar abwechslungsreich ist. Also die Hundewelt ist ja schon unfassbar abwechslungsreich. Aber dann eben auch mit verschiedenen Tierarten zu arbeiten, ist total spannend, ja. Wie spannend, Wiebke. Ich muss mich jetzt total beherrschen, dass ich nicht das zweite Thema jetzt aufmache, weil ich das, also, aber vielleicht können wir dazu uns ja auch noch mal treffen. Das machen wir, ja? Das halten wir mal im Hinterkopf. Okay. Okay. Und jetzt geht es um den Cocker Spaniel. Und alle, die schon mal eine Rasseplauderei gehört haben, wissen, dass ich jetzt erstmal die Einleitung vorlese und auch noch ein bisschen was vom VDH. Also wer schon kennt, kann gerne so 3-4 Minuten vorspulen. Und ansonsten, Wiebke, du kannst dich auf jeden Fall entspannt zurücklegen erstmal. Wunderbar. Genau. Also, die Einleitung lese ich jetzt vor. Rassen sind auf spezifisches Verhalten selektiert und gezüchtet worden und haben somit auch spezifische Grundbedürfnisse. Die Hunde einer Rasse sollen eine bestimmte Funktion erfüllen. Um das zu tun, müssen sie ein bestimmtes Verhalten zeigen, dem Bedürfnisse zugrunde liegen, damit sie das Verhalten bzw. die Funktion auch zuverlässig zeigen können. Das Verhalten und somit auch die Bedürfnisse können, müssen aber nicht zwangsläufig bei jedem Hund der Rasse auftreten. Auch die Intensität des erwünschten Verhaltens ist variabel. Jedes Individuum einer Rasse ist individuell zu betrachten und eben nicht auf seine Rassefunktion zu reduzieren. Okay, und jetzt schauen wir mal, was der VDH über den Cocker Spaniel schreibt. Da lese ich jetzt nicht alles vor, da habe ich mir vorher mal ein paar Sachen markiert, die ich wichtig finde. Du bist immer noch ganz entspannt und hörst zu, super. Genau. Ich lausche dir gespannt. Okay. Das Ursprungsland ist Großbritannien. Die Cocker Spaniel gehören zu der FCI Gruppe 8. Das sind die Apportierhunde, Stöberhunde und Wasserhunde. Mhm. Okay, dann wollte ich hier kurz was zur Persönlichkeit vorlesen. Wo ist sie denn? Da.
Das Einsatzgebiet des smarten Briten lag von Anfang an bei der Jagd. Stöbern, spurlautes Jagen, Apport und Schweißarbeit sind die eigentlichen Stärken des schönen Spaniels. Und auch als Rauschgifthund an Bahnhöfen und Flughäfen sind englische Cocker Spaniels bewährt. Ihr hervorragender Geruchssinn macht es möglich. So, und dann wollte ich noch was hier bei Vorlieben und Erziehung vorlesen. Waren es früher vor allem Jäger, die sich für englisch Cocker Spaniels begeisterten? So sieht die Rasse heute einem weitaus vielfältigeren Anforderungsprofil entgegen. Irgendwie fehlen da Worte, oder? Ich kann es gut vorlesen, aber wir nehmen es mal so hin. Als Haus- und Begleithund in Familien fühlt sich der charmante Brite äußerst wohl. Man sieht die eifrigen Jagdhunde auf Agility-Plätzen, bei Obedience-Prüfungen und vielen anderen Sportarten. Die jagdlichen Fähigkeiten haben sich trotz dieser Entwicklung hin zum Freizeithund nicht zurückentwickelt. Schließlich gibt es nach wie vor viele Cocker-Spaniel-Halter, die Wert auf eine jagdliche Führung ihres Hundes legen. Okay, und dann fand ich vielleicht noch spannend, was mal kurz zur Herkunft zu sagen, weil dann können wir vielleicht auch so die jagdlichen Ambitionen noch ein bisschen besser einordnen. Mhm. Aber keine Sorge, da lese ich jetzt nicht alles vor. Der Name Cocker ist erst seit Ende des 18. Jahrhunderts geläufig. Cocker wurde vom englischen Woodcock, das heißt die Waldschnepfe, abgeleitet, weil es eben diese in den Wäldern von den Hunden aufgescheucht wurde. Weil eben diese in den Wäldern. Aber auch zu diesem Zeitpunkt wusste niemand, welche Hunde eigentlich genau unter diese Bezeichnung fielen. Obwohl es tendenziell in die heutige Richtung ging, herrschte lange Zeit Wirrwarr um den Cocker Spaniel. Der Typ interessierte anfangs wenig. Alle Spaniels unter 25 Pfund Gewicht galten als Cocker. Deshalb blieben Cocker Spaniels lange eine Zwischenstufe zwischen Working Spaniel und Toy Spaniel. Cocker Spaniels veränderten sich im Laufe der letzten 120 Jahre immer wieder. Okay, ich denke, das reicht erstmal so. Dann haben wir so eine kleine Idee über die Herkunft. Mhm. Das heißt, wir können jetzt mal so ein bisschen überlegen, was eigentlich die Funktion von einem Cocker Spaniel früher war, heute ist. Ich habe mir da jetzt aufgeschrieben, dass er ein Jagdhund früher war, heute auch noch ist, aber auch als Familienhund gehalten wird und dass er auch als Sportpartner eingesetzt wird. Mhm. Ja, absolut, würde ich unterschreiben. Wobei okay. Ich auch heute immer noch den Jagdhund vor den Familienhund setzen würde, weil es realistischer ist. Ja. Okay. Denn also ich habe bisher keinen Cocker kennengelernt, der nicht im Wald sagt, oh, hier ist aber Abenteuer. Ja. Von daher, das Interesse, das jagdliche Interesse ist beim Cocker Spaniel nach wie vor schon sehr ausgeprägt. Es mag sicherlich den einen oder anderen geben, der mehr Interesse oder weniger Interesse hat, aber ich würde sagen, der Jagdhund kommt vor dem Familienhund. Weil für mich ist dieser Begriff Familienhund immer etwas, das so ein bisschen klingt, wie das ist ein Hund, der läuft einfach so mit. Ja. Das trifft auf den Cocker nicht zu. Ja, also mit Familienhund, wenn ich das schreibe, dann meine ich immer eher, dass das Hunde sind, die eben nicht mehr für diese Funktion eingesetzt werden, für die sie einfach mal gezüchtet worden sind. Mhm. Was ich spannend finde, was du jetzt erzählst, ist, es gibt ja verschiedene Schläge auch bei Cocker Spaniel. Ne? Es gibt ja so die Arbeitslinie und die Showlinie. Mhm. Und ich meine gerade bei der VDH-Seite gelesen zu haben, dass die auch, um gezüchtet werden zu können, eine Arbeitsprüfung brauchen. Und das würde ja jetzt so ein bisschen dieser Showlinie widersprechen. Oder habe ich da falsche Infos? Hast du da Infos drüber, wie das ist? Ob die wirklich, müssen die da eine Jagdprüfung machen? Also eine Jagdbrauchbarkeitsprüfung braucht der Cocker Spaniel ja nicht mehr ablegen. Okay. Aber, eine Jagdbrauchbarkeitsprüfung muss er ja ablegen, damit er mit dem Jäger jagen darf. Also damit er zeigt, dass er das kann und die auch die entsprechenden Veranlagungen hat. Das braucht er beim VDH meiner Meinung nach nicht, wenn die das nicht in den letzten Jahren geändert haben. Aber das, was natürlich gesehen werden möchte, ist, ob der Cocker Spaniel noch Interesse daran hat. Ja, also ob da eben der Jagdgebrauchshund auch immer noch drinsteckt. Denn dazu gehört er ja beim VDH. Also er gehört ja beim VDH auch nach wie vor zu den Jagdgebrauchshunden. Und dementsprechend sind natürlich die Anlagen da auch interessant. Und sind wir mal ehrlich, also der Hund weiß nicht, ob er Showlinie oder Arbeitslinie ist.
Und das ich glaube, oft haben die auch ihre eigentliche Beschreibung selber nicht gelesen. Von daher, ja. Ja, ich finde es immer nur so hilfreich für Interessenten, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, also ich bin nicht Jäger und möchte auch sonst keine jagdlichen Aktivitäten mit meinem Hund durchführen. Deshalb nehme ich vielleicht eher von der jagdlichen oder von dem Arbeitscocker Abstand und interessiere mich mehr für die Showlinie. Ich finde, da gibt es ja dann oft so dieses Phänomen, dass man dann gar nicht weiß, was man kriegt. Was schlägt jetzt mehr durch? Ne? Habe ich jetzt wirklich einen Cocker Spaniel mit viel Behang, obwohl auch da, der kann ja viel Jagdtrieb haben, ist ja, oder viel Jagdinteresse haben. Aber da muss man als Besitzer dann, finde ich, schon echt extrem flexibel sein und sagen, okay, verdammt, eigentlich wollte ich einen mit weniger Jagdinteresse und jetzt habe ich hier so ein mega Jagdhündchen an der Leine. Ne? Ja. Okay. Also was ich total spannend finde, ist die Art, wie die Cocker Spaniel jagen. Und zwar habe ich gelesen, dass sie in Deutschland und in England tatsächlich für anderes Jagdverhalten gezüchtet werden. Also dass da andere dass da ein anderes Jagdverhalten erwünscht ist. Also ich habe gelesen, dass es in Deutschland eher erwünscht ist, dass die Spurlaut jagen. Und in England, dass sie eher, also spurlaut, also laut jagen und eher auch selbstständig jagen. Und in England, da sind sie eher so für die Schweißarbeit zuständig und arbeiten leise und eher nicht so selbstständig. Das finde ich total spannend. Okay, also ich habe zwei Cocker Spaniel in England kennengelernt. Die waren genauso laut wie meine beiden. Und meine beiden kamen tatsächlich nicht mal aus Deutschland, sondern aus Ungarn. Okay. Und ich habe auch einen Pflegehund, einen Cocker-Spaniel-Hund aus Spanien gehabt. Die hat keinen Mucks von sich gegeben tatsächlich. Die war still, wenn sie einem Vogel hinterher ist. Wiederum hatte ich einen Cocker-Spaniel aus Rumänien, der auch spurlaut war. Ich glaube, dass letztendlich... Ich weiß nicht, ob man das tatsächlich so sauber über den Genpool England, Deutschland, andere europäische Länder tatsächlich steuern kann, weil ich glaube, dass es auch durchaus in England Jäger gibt, die den spurlauten Cocker Spaniel haben möchten, damit sie eben wissen, wo er herläuft und wissen, wo er gerade aufscheucht. Ne? Weil das ist ja genau das, was der Cocker Spaniel tun soll. Vorm Jäger herlaufen, das Wild aufscheuchen, damit das dann entsprechend schießen kann. Ja, ja. Ich verliere mich manchmal immer so ein bisschen in Spitzfindigkeiten, deshalb hole mich da immer gerne mal wieder raus. Also ich fand es irgendwie nur so total spannend. Sag mal bitte, wenn ich jetzt einen Cocker Spaniel an meiner Seite habe und ich schaue mir diese Puzzlesteinchen des Jagdverhaltens an, kann man beim Cocker Spaniel sagen, dass er gewisse Puzzlesteinchen davon, dass sie sehr groß sind, dass er die sehr ambitioniert zeigt und andere eher weniger? Also durchaus, das, was sie viel tun, ist das Orientieren, also Ausschau halten, ob es irgendwas Jagdbares gibt. Stöbern ist extrem auch dazu, also auch zum Orientieren und zum Fokussieren sehr ausgeprägt durchaus. Es sind also je nach Ausprägung auch durchaus echte Nasentiere, wo man die Nase so richtig schön klackern hört, wenn sie auf eine Spur kommen. Ganz spannend. Das, was sie auch durchaus zeigen, ist Vorstehen, also wie die Bretonen zum Beispiel, also dass sie einfrieren und drauf zeigen oder wie der Pointer, dass sie also anzeigen, dass dort etwas ist. Hetzen auch durchaus in Bau gehen, auch das habe ich erlebt, dass sie auch durchaus gewillt sind, dem Kaninchen in den Bau hinterher zu laufen. Und wenn das nicht funktioniert, dann wird er halt größer gebuddelt, also auch das ist kein Problem. Okay. Auch das gehört ja zum Jagdverhalten. Wäre ja aber eigentlich Aufgabe der Bautenhunde, also der Terrier und der Dackel. Die Cocker sind da durchaus gewillt, auch mal zu sagen, ach, aber jetzt habe ich es gerade in der Nase, jetzt möchte ich auch drankommen. Okay. Was ich tatsächlich nie erlebt habe, ist Zerlegen und Fressen bei den Cockern, aber auch durchaus Packen und Töten. Meine Cocker-Spaniel-Hündin ist mal in den Hühnerstall eingebrochen und hätte ich sie nicht schnell genug am Schlawittchen gehabt, hätte das Huhn das nicht überlebt. Dann bin ich ganz ehrlich. Also das war in unserer Anfangszeit. Und das war ein Hühnergehege in einem Wohngebiet. Und da hat sie gesagt, ich hole mir mal kurz einen Snack. Okay, verstehe. Genau. Ja. Weißt du, warum mir das immer so ein bisschen auf der Seele liegt, so ein bisschen zu beschreiben, welches Jagdverhalten die einzelnen Rassehunde wirklich zeigen, weil ich immer finde, dann hat man es als Hundehalter so ein bisschen leichter,
dass man eine schöne, ja, also eine, ja, ein schönes, bedürfnisbefriedigendes Training mit den Hunden machen kann, weil wir können sie ja nun mal eben nicht jagen lassen. Und höchstwahrscheinlich gibt es auch nur wenige Jäger, die sich Cocker Spaniel irgendwie halten. Ich habe zumindest auch, ich habe früher mal gejagt und begleitet, weil ich das spannend fand. Ich habe dann nie einen Cocker Spaniel gesehen. Okay. Genau. Und deshalb finde ich das so spannend, was du gerade beschreibst. Das heißt, die können durchaus, also jedes Puzzlesteinchen mit Begeisterung zeigen, was mir dann als Hundehalter aber auch also große Vielfalt an Belohnungsmöglichkeiten gibt. Das ist echt schön. Ja. Ja, sie apportieren, also viele Cocker Spaniel apportieren sehr gerne. Wie gesagt, also ob das die Nasenarbeit ist, mit der man sie auslasten könnte, mit Jagdersatztraining in ganz vielen Facetten, da ist der Cocker absolut glücklich, ja. Super, das heißt, ich könnte auch sagen, wenn ich jetzt so ein ambitionierter Hundehalter bin und habe Spaß am Hundetraining, könnte ich Geruchsunterscheidung mit denen machen und solche lustigen Nasenspielchen. Dummy-Training, Fährtenarbeit, Verlorensuche, alles Mögliche, Objektsuche, das wäre gar kein Problem hier. Ja, das hört sich total spannend an. Also ich muss ja sagen, mein Herz schlägt ja, ich meine, das sage ich eigentlich bei jeder Rasse, ne? Aber die Cockerspaniel, die haben es mir echt angetan. Und zwar, ich finde, die haben so eine geile Größe. Ich mag ja gerne Hunde, die man zur Not mal auf den Arm nehmen kann. Ne? So, weil ich bin ja Single und dann muss ja mein Hund vielleicht auch mal zum Tierarzt tragen, wenn er sich verletzt hat und so. Und dann finde ich, sind die so schnell zu begeistern für alles. Und die sind so, finde ich, ne, und da sind die so raketenschnell. Das mag ich halt auch total gerne. Ne? Dass die also schnell mal 200 Meter zurückliegen und dann aber auch gut trainierbar sind und auch schnell wieder zurückkommen, wenn man weiß, wie es geht. Und dann diese Begeisterungsfähigkeit, wie du eben auch schon gesagt hast, für Nasenarbeit. Also ich finde Cocker Spaniel extrem sympathisch. Also wir haben es dir echt ein bisschen angetan. Der, es ist ja auch so schön gewesen, der Text, den du vorhin vorgelesen hast, da stand so ganz oft drin, dass es so charmante Briten sind. Ja. Und das traf auch tatsächlich auf jeden Cocker zu, den ich bisher kennengelernt habe, dass sie unfassbar viel Charme haben und ja auch dem Menschen tatsächlich, also wir haben unsere Cocker hatten nicht umsonst die Spitznamen Schizo und Vreni, weil die wirklich schizophren gelten. Schizo und Vreni. Nein. Schizophren. Weil okay. Die waren im Haus völlig unauffällig, die haben ganz viel gekuschelt, die haben ganz viel unsere Nähe gesucht, die waren super, also ich konnte super fokussiert mit denen arbeiten, aber gerade in den ersten, ich sag mal, 1,5, 2 Jahren, sobald man mit denen die Haustür verlassen hat, hatte man den Eindruck, man hat einen anderen Hund an der Leine. Okay. Und das ist witzigerweise etwas, was mir viele Cocker-Besitzer immer wieder auch zurückmelden, dass sie sagen, man hat irgendwie den Eindruck, mit dem Hund stimmt was nicht. Drin ist das ein ganz anderer Hund als draußen. Und das, finde ich, ist aber auch genau das, was so spannend an denen ist. Mhm. Ne? Dass sie so, so unterschiedlich sein können, so eine große Bandbreite haben. Aber man darf letztendlich nicht vergessen, es sind sehr aktive, sehr wissbegierige Hunde, die natürlich auch, da kommen wir bestimmt später auch noch zu, einige Eigenschaften manchmal mitbringen, die das Ganze dann nicht so einfach machen. Weiß ich gar nicht, ob wir dazu kommen. Hau mal raus, was sind denn das für Eigenschaften? Also, ich kenne Cocker, die entweder extrem pinzig sind mit Futter, wo es wirklich schwer ist, die auch über Futter zu motivieren, weil sie häufig, bitte? Heißt pinzig mäkelig oder was bedeutet? Ja, genau, mäkelig. Ja, genau, Entschuldigung. Mäkelig, okay. und da ist es manchmal schwierig, sie auch mit Futter zu motivieren, weil das oft auch so sehr hibbelige, sehr nervöse Hunde dann sind. Das ist tatsächlich aber auch eine Entwicklung, die ich jetzt eher in den letzten, ich sag mal, in den letzten 7, 8 oder 10 Jahren maximal habe, dass ich immer öfter einen solchen Cocker treffe. Das Gros an Cockern, das ich kenne, ist, also Futter interessiert wäre komplett untertrieben. Die sind verfressen. Ja? Also sobald man ein Stück Futter in der Hand hat, schenken die dir die Seele und sind bereit, alles Mögliche für dich zu tun. Okay. Und das ist natürlich was einem die Arbeit leicht macht, aber im Umkehrschluss auch, sobald draußen irgendwo was Fressbares ist,
sind die wirklich out of order, ja? Dann sind die da echt extrem dran interessiert, die werden zu regelrechten Staubsaugern und das ist natürlich dann manchmal nicht so ganz einfach zu handeln. Okay, verstehe. Sag mal, Wiebke, hast du eine Idee, woran das liegt? Also gibt es da so ein oder zwei Vererber, die, ja, die das irgendwie, ich sag mal, schuld sind? Oder warum sind die? Also sowas finde ich immer total spannend, weil es ist ja jetzt nicht, also es fällt ja immer so ein bisschen aus der Norm raus. Ne? Also ich esse auch gern und ich weiß, viele Hunde essen gern, aber die würden, also nicht jeder Hund verkauft dir zu essen deine Seele, ne? Also man kann sie gut motivieren über Futter und Leckerchen, aber ich sag mal jetzt so wie der Beagle oder auch der Cocker Spaniel, wie du ihn beschreibst, das ist ja schon ein bisschen außergewöhnlich. Ja, und ich finde, es gibt ja inzwischen, mit der Labrador hat ja einen ähnlichen Ruf, ne? Ob ihnen das jetzt unbedingt gerecht wird oder nicht. Aber man muss ja sagen, wenn es bestimmte Klischees und bestimmte Schubladen gibt, dann ist es ja auch häufig so, dass es auf irgendetwas basiert. Und ich habe bisher tatsächlich noch keine wissenschaftliche Arbeit gefunden, dass das genetisch ist. Wir aber aufgrund der Berichte und auch der Häufigkeit, die man so hört, aber die auch in so Rasseportalen oftmals diskutiert werden, dass das etwas ist, das auf den Cocker Spaniel, aber ja auch, wie du sagst, Beagle, Labradore, durchaus zutrifft, dass die eben doch ein sehr starkes Interesse an Futter haben zum einen und man zum anderen aber auch beobachtet, dass sie irgendwie gar kein Sättigungsgefühl zuscheinen. Ja. Und auch das ist ja durchaus etwas, was gefährlich sein könnte, weil also ein Überfressen ja auch letztendlich nicht gesund ist. Ja. Ja, und Futter dann ja natürlich auch zu einer mega Ressource wird, wenn man immer das Gefühl hat, man kriegt nicht genug, obwohl eigentlich genug da wäre. Ne? Das kommt ja auch noch mal zu. Ja, sag mal, ich mache mal gerade so eine kleine Klammer auf. Apropos Futter, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel gibt es so eine klassische Familie, zwei Erwachsene, ein, zwei Kinder und man überlegt sich jetzt, okay, so ein Cocker Spaniel jetzt irgendwie handlich, sieht nett aus und ist charmant, der würde vielleicht gut in unsere Familie passen, dann wäre dieses Aufnehmen vom Futter wahrscheinlich auch etwas, wo man relativ zügig ein Training anfängt. Ne? Das heißt, dass man schaut, so, was könnte er stattdessen machen, dass man vielleicht tauscht. Also ich sage das so, dass man jetzt nicht sich darauf fokussiert, okay, oh Gott, mein Welpe frisst alles draußen, sondern dass man direkt überlegt, okay, was kann ich machen, damit mein Welpe ein anderes Verhalten zeigt. Ne? Also mich vielleicht anguckt, wenn da Butterbrot liegt oder so. Das wäre das so was du so Welpenbesitzern, Cocker Spaniel, Welpenbesitzer relativ zügig mit auf den Weg geben würdest? Auf jeden Fall, insbesondere was das Tauschen angeht, aber auch, dass sie ein gutes Signal haben, etwas liegen zu lassen und sich darauf verlassen, dass der Mensch etwas Besseres für sie hat. Ich mache mal ein Beispiel. Dass wenn in der Küche irgendwas runterfällt, dass ich dem Hund ein Signal geben kann, mit dem ich ihm sagen kann, lass es liegen, versprochen, wenn du jetzt zu mir kommst, habe ich etwas Spektakuläres für dich. Ja? Und auch das kann selbstverständlich ein sehr verfressener, wir nennen es jetzt mal verfressener Hund lernen, wenn es von Anfang an sehr gut und positiv aufgebaut ist. Ja. Ich glaube auch, das ist insbesondere ein wichtiger Aspekt, weil der Cocker Spaniel leider auch immer wieder den Ruf hat, dass die einen Hang zur Ressourcenverteidigung haben. Ja. Und gerade aus dem Aspekt heraus finde ich, wie du gerade gesagt hast, das Tauschen lernen, also zu wissen, wenn die Hand des Menschen kommt, passiert mir gar nichts Schlimmes, der will mir nichts wegnehmen, es gibt keinen Grund, in Konflikt zu geraten, ich gebe das gerne ab, weil ich weiß, ich bekomme was dafür, ja, mein Mensch bestraft mich nicht, ist das eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Wir hatten eine Cocker Spaniel Hündin aus Spanien, die ist mit ganz schlimmer Ressourcenverteidigung gekommen und dieser Hund war in dem Moment, wo die verteidigt hat, zeigte die auch so viel Angst und so viel Stress, dass man gemerkt hat, das ist kein böser Hund. Ja, und es ist ja auch nicht automatisch, dass jeder Cocker Spaniel das tut, um Gottes Willen. Aber auch da ist es genau mit dem, wir haben kein Sättigungsgefühl. Es ist eine Schublade, in der der Cocker leider drinsteckt und der ruft den ab. Und wenn ich eben solche Labels habe, die diese Hunde leider tragen, und wie gesagt, die tragen sie ja in einigen Bereichen tatsächlich aufgrund dessen, dass es viele Erfahrungsberichte darüber gibt, dann finde ich wichtig, gerade in Bezug auf einen Welpen, genau auf diese Dinge zu achten, die Hunde darin zu fördern, da sofort schon dafür zu sorgen, dass diese Probleme eben gar nicht erst entstehen können.
Das hast du super, super schön erklärt, Wiebke. Da danke ich dir total für. Ich sage übrigens immer noch Wiebke anstatt Wippke. Entschuldigung. Ich bin es gewöhnt. Alles gut. Genau. Aber vielen Dank, dass du das so toll erklärt hast, weil genau darauf wollte ich hinaus, eben nicht auf die selbsterfüllende Prophezeiung, oh je, der frisst alles von der Straße, das soll er nicht und ich fokussiere mich immer nur auf das, was ich nicht will, sondern direkt von Anfang an zu sagen, ja, kann sein, dass dieses Verhalten auftritt, muss aber nicht und ich bringe meinem Hund halt direkt bei, wie du das gerade so schön beschrieben hast, von mir gibt es immer was Besseres. Genau. Super, vielen, vielen Dank dafür, weil das ist ja auch so, ja, wie wir so die Hunde sehen, wie wir auch trainieren mit den Hunden, dass wir gucken, wo liegt das Bedürfnis und wir immer schauen, wie können wir ja das Bedürfnis befriedigen, also wir müssen jetzt da nicht ins Detail gehen, ne? Aber und dass wir eben nicht sagen, du sollst das nicht und der Hund die ganze Zeit damit rumläuft, aber ich muss das essen, weil ich immer so Hunger habe und dann hole ich mir nachher Frust- und Aggressionsverhalten ins Haus, das wäre so schade. Ja. Okay. So, und jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist nicht schlimm, den finden wir wieder. Genau, und zwar, ich hatte dich ja eben so unterbrochen mit diesen, weil du hast ja so ein bisschen erzählt von rassetypischen Eigenschaften und da hast du eben das Fressverhalten erzählt oder erklärt und war da noch was, worauf du hinaus wolltest oder habe ich dich jetzt so unterbrochen, dass du sagst, so Die Ressourcenverteidigung war mir wichtig und darauf okay. Sind wir ja dann im Grunde genommen quasi auf dem Weg drüber gestolpert. Okay, super. Okay, Wiebke, wenn ich jetzt Bock auf so einen Cocker Spaniel habe, wie müsste ich denn leben, damit der Hund glücklich bei mir ist? Also soll ich in der Stadt wohnen, in einer Etagenwohnung, braucht er unbedingt einen Garten? In welchem Umfeld kann so ein Cocker Spaniel glücklich werden? Was braucht er? Ich glaube tatsächlich, dass der Cocker in vielen Bereichen glücklich werden kann. Ach, okay. Aber das, was dabei eben entscheidend ist, das trifft ja auf jeden Welpen zu, dass der letztendlich, dass er bei seiner Aufzucht und bei seiner Herkunft eben schon das Umfeld kennengelernt hat und dass er später zieht. Okay. Was ich wichtig finde, ist, dass es aktive Menschen sind, weil Cocker Spaniel sind zwar sehr, sehr menschenbezogen und sind auch, wie viele andere Jagdhunde ja auch, im Haus ja eher ruhig und unauffällig, zeigen aber draußen dann häufig ihr Potenzial. Und da finde ich es wichtig, dass es eben auch aktive Menschen sind, die Lust haben, mit dem Hund zu laufen, die Lust auf Bewegung haben, die Lust haben, mit dem Hund zu arbeiten, ihn eben rassespezifisch auszulasten, damit er seine Bedürfnisse eben auch erfüllen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Cocker, der in der Stadt lebt und jeden Tag die gleiche Runde um den Block dreht, dass der nicht unbedingt dahin gehört. Okay, verstehe. Und wir hatten das eben ja schon mal so ein bisschen angesprochen mit der rassetypischen Auslastung. Da hatten wir jetzt so die Nasenarbeit so ein bisschen in den Vordergrund gestellt. Das heißt, was für Ideen könnte es geben? Also mal angenommen, ich gehe so in den Stadtwald oder hier so im Vorort, in den nahegelegenen Wald oder Felder. Da kann ich ja wahrscheinlich den Cocker Spaniel immer nur bedingt ableihen. Und wenn, dann muss ich wahrscheinlich wirklich ein gutes Auge drauf haben. Und was könnte ich denn so mit einem Cocker Spaniel dort machen, damit der seine Bedürfnisse ausleben kann, aber eben vielleicht angeleitet durch den Menschen? Also ich habe mit meinen Cockern ganz viele Dinge gemacht. Wir haben Dummy-Arbeit gemacht. Wir haben, ich hatte kleine Dummies oder Spielzeuge immer in der Futtertasche, die ich einfach auf dem Weg hinter mich geschmissen habe, weitergegangen bin, sie zurückgeschickt habe, um die Sachen zu suchen. Wir haben Nasenarbeit gemacht, wir haben Tricktraining gemacht. Sie sind über Baumstämme balanciert oder um Bäume rumgelaufen. Also da gibt es vielerlei Dinge, weil die Cocker eben auch so bewegungsfreudig sind, die ihnen viel Freude machen und mit denen, womit man sie dann auch super beschäftigen kann. Ne? Okay. Und ich denke, damit kann man sie eben auch in einem Stadtwald oder in einem großen Park oder ähnlichem auslasten. Wichtig ist eben nur, dass ich mir über die Bedürfnisse des Hundes im Klaren bin. Ja, und die Bedürfnisse sind tatsächlich Nase auf den Boden zu gucken, wo ist eine Wildspur, Nase nach oben, vielleicht auch mit den Augen gucken, ob er was sieht. Das sind so die, und schnell weit laufen, um das Wild zu verfolgen, um Spuren aufzusuchen, zu stöbern, in die Büsche zu rennen. Das sind so diese Grundbedürfnisse des genau. Das, wofür wir sie gezüchtet haben, absolut, genau. Also Sichtjäger, Spurjäger,
dass sie eben vor uns herlaufen, dass sie arbeiten, dass sie ihre Nase einsetzen, dass sie sich bewegen, dass sie aktiv sind. Ja. Das ist das, wofür wir sie gezüchtet haben. Genau. Mhm. Okay. Wie sieht das eigentlich mit der Fellpflege aus? Also es gibt ja... ja, genau. Komm, erzähl mal, du lachst schon so. Erzähl mal deine Erfahrung, das finde ich wirklich spannend, weil da, ich finde, das ist ja ein Riesengebiet. Ne? Also ich mache ja die Ausbildung als Medical Trainerin und ich finde halt Handling, Pflegemaßnahmen, vor allen Dingen Fellpflege. Ich habe ja auch einen Hund, den ich immer bürste, also den ich immer schneiden muss und der mag es halt so gar nicht gern. Wir haben es halt jetzt zwar echt gut arrangiert, aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte den Cocker Spaniel und ich sehe schon Fellmaschinen im Einsatz, Ohren zupfen, leg mal los, was sind da so die Hauptbaustellen beim Fell? Also ich habe ja tatsächlich meinen Einstieg ins Hundetraining damit gemacht, dass ich zuerst Hundefriseurin geworden bin. Ach echt? Und ja, tatsächlich. Und habe also auch diverse Cocker Spaniel im Hundefriseursalon betreut, außer meinen eigenen. Und es gibt tatsächlich sehr unterschiedliche Fellstrukturen. Es gibt eben die Cocker Spaniel, die, ich sag mal, sehr spärliches Fell haben, also sehr spärliche Behänge. Das Behänge sind ja das, was wir eben als Brustfell und Beinfell bei den Cockern bezeichnen. Das ist alles sehr charmant. Wenn da mal ein paar Kletten drin sind, dann nimmt man sich einen Kamm, kämmt die vorsichtig raus und dann sind die auch schon wieder schick. Die haben auch im Normalfall dann eine kurze Decke. Das ist also das, was wir oben im Rücken bis zu den Seiten nennen. Und das ist auch Fell, das dann gar nicht länger weg. Das ist dann immer sehr charmant. Das sind die Cocker, die mir persönlich sehr zusagen, weil das ist so eher für die Pflegefaulen. Okay. Es gibt aber auch eben die Cocker Spaniel, die extrem viel Fell haben. Und damit meine ich dicke Plüschpfoten, riesenwollige Behänge, eine Decke, die geschoren werden muss. Riesenlange Ohren, die also quasi, wenn man sie über die Ohrenkante hinaus wachsen lassen würde, würden sie drauf treten beim Schnüffeln. Ach, mein Gott, okay, ja. Ja, also es gibt da, wie das immer so ist, Sonne und solche. Okay. Und es gibt Cocker Spaniel, die sind extrem pflegeintensiv, muss man wirklich sagen. Und es gibt Cocker Spaniel, da reicht das, wenn ich einen Kamm und eine Bürste habe und eine normale Schere und sie damit in Form halte. Ja? Das ist also extrem unterschiedlich. Aber ich muss sagen, dass gerade die im Hinblick dessen, wo auch zum Teil die Zucht hingegangen ist, ist das auch teilweise nicht mehr im Sinne des Hundes, möchte ich mal sagen. Mhm. Weil wir haben zum Teil Züchtungen, die so weit gehen, dass die Cocker so schwere mit Fell, voll Ohren, also die haben zwar tolles Wallehaar auf den Ohren, sieht super schick aus, mit fast so, also schöner gelegter Welle, wie die Oma das früher beim Friseur jeden Samstag haben wollte. Ja. Wunderschön. Problem an der Sache aber, das ist so schwer und so, die haben so dicke Ohrlappen, dass die eben die ganze Mimik herunterziehen und sie sogenannte Cherry Eyes bekommen, also die Unterlider hängen, dass man dann mit dem Cocker zum Tierarzt muss, um ein Facelifting zu machen, damit eben sie nicht ständig unter einer Bindehautentzündung bleiben. Und das sind so Dinge, wo ich denke, das hat ja auch mit dem eigentlich Jagdgebrauchshund nichts mehr zu tun, sondern da sind irgendwelche Schönheitsideale völlig entartet und völlig in die falsche Richtung gegangen. Und es hat auch nichts mehr damit zu tun, dass ein Cocker so riesen Plüschpfoten hat, die unter den Füßen, also unter den Pfoten genauso wuchern und wachsen wie auf den Pfoten. Man also ständig nur am Schneiden und Schnippeln ist, damit eben sich da keine Verfilzung oder Steinchen reinsetzen. Das ist dann für die Hunde eben auch einfach nicht mehr schön. Und da finde ich, ist in puncto Fellpflege, wenn man sich also für eine sogenannte Showlinie entscheidet, die ja oft also eben genau auf dieses voluminöse Haarkleid gezüchtet sind, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass man da permanent dranbleiben muss. Ja? Weil gerade auch beim Cocker, genau wie bei vielen anderen langhaarigen Rassen, ist immer da, wo Bewegung ist, also an den Ohren, an den Beinen, in den Achseln, in der Leiste, am Bauch, sind so klassische Stellen, wo sie schnell verfilzen, wo schnell Probleme im Fell entwickeln werden. Und dann ist es für die Hunde auch einfach unangenehm.
Aha. Auch super, dass du das so ausführlich beschreibst, weil das war mir eigentlich auch nicht so klar. Also ich habe schon gedacht, dass man die, dass man einen gewissen Pflegeaufwand betreiben muss, aber dass das unter Umständen so ausartet, wusste ich nicht. Ich kann dem so ein bisschen entgehen, wahrscheinlich, wenn ich mir die Elterntiere anschaue, ne? Wenn ich Absolut, na gucke. klar. Okay. Am besten, wenn es irgendwie geht, auch mal gucken, ob Bilder von den Großeltern da sind, dass man also da nicht das Wollschaf in der Generation davor hatte Ja. und jetzt die Eltern eben vielleicht ein bisschen weniger Fell haben. Aber im Normalfall macht es auf jeden Fall Sinn, sich die Elterntiere anzugucken. Sollte man ja eh, also wenn es Ja, irgendwie geht, damit man weiß, dass man die aus einer vertrauensvollen Quelle bekommt, sollte man das ja ohnehin tun. apropos Fellpflege, was ich total spannend finde, ist diesen Unterschied zwischen dem Cocker Spaniel, und da gibt es ja auch eben die, die jagdlich eingesetzt werden und die ja eben auch oft so wirklich wendig sind und eben nicht so viel Fell haben, dass sie eben auch wirklich noch so in die Büsche gehen können. Und dann finde ich total spannend, gibt es ja auch noch diese Working Cocker. Ich meine, da geht es heute eigentlich nicht so drum, weil das eigentlich nicht der klassische englische Cocker Spaniel ist, aber ich finde das total interessant und ich werde die Webseite auch verlinken in der Videobeschreibung. Da kann man auch noch mal sehen, wie Hunde aussehen, die wirklich rein auf Funktion gezüchtet werden. Das finde ich so spannend. Also kann man auch noch mal, obwohl es auch beides, die heißen beide Cocker Spaniel und der eine ist aber wirklich rein nur für die Jagd gezüchtet und der andere ist eben so für, ja, der kann gut jagen, aber der kann eben auch andere Dinge. Also das ist Wobei cool. man auch bei den Working Spaniels, Ach. die sind jetzt gerade so ein bisschen extrem Oder? in, Ja. weil die auch viel im Agility und so weiter sehr beliebt sind. Beliebtheit ist noch keiner Rasse bekommen. Wir haben es bei den, der Cocker ist so ein klassisches Beispiel, Susi und Strolch. Jeder Ja. musste einen roten Cocker Spaniel haben. Was Ja. ist passiert? Die Hunde waren krank, sie sind völlig überzüchtet worden. Und ich habe im Moment immer so ein bisschen Angst, wenn ich solche Entwicklungen betrachte und jetzt alle total begeistert von den Working Spaniels sind, dass das in eine ähnliche Richtung geht. Und habe, muss ich ehrlicherweise gestehen, wenn ich so einige Working Spaniels sehe, manchmal so meine Bedenken, ob das tatsächlich noch 100% Spaniel sind. Okay. Oder ob da nicht vielleicht irgendwas anderes mit reingezüchtet wurde. Auch da müssen wir ja sagen, es gibt überall Licht und Schatten. Und wir haben es bei den silbernen Labradoren gesehen. Da ist oft dann mal eben im Hinterhof der Weimaraner über die schwarze Labradorhündin gekommen, damit man dann blaue Welpen hat. Letztendlich waren es dann Weimaraner Labrador-Mischlinge und gar keine silbernen Labradore. Und da habe ich im Moment bei dem Working Spaniel auch so ein bisschen Bauch. Ja, das ist auch sehr gut, dass du daran nochmal darauf hinweist. Man muss sich einfach, und auch ich muss mich immer so ein bisschen zügeln, wenn so, ich springe immer sehr gern auf so einen Hype mit drauf. Okay. Also, ja. Aber ich verlinke die Seite trotzdem mal, weil vielleicht mag es ja den einen oder anderen unter uns geben oder unter den Zuhörerinnen, die Spaß an so einem reinen Arbeitstier haben. Also, Genau. Und das auch dann hoffentlich eben entsprechend kritisch hinterfragen, wo Sie den Hund ja, auf jeden Fall. Also da kommen wir jetzt, können wir auch jetzt direkt nochmal besprechen. Was sind denn so die kritischen Stimmen, die man über den Cocker so mal aufrufen könnte? Da würde ich jetzt gerne mal so ein bisschen auf Verhalten und Gesundheit abzielen. Das heißt, was gibt es so für typische gesundheitliche Baustellen, wo ich auf jeden Fall mit dem Züchter darüber sprechen muss, wo ich, was muss ich mir so zeigen lassen an Untersuchungen? Ja, Genau, also Frage. was auf jeden Fall wichtig wäre, ist, dass die Hunde, dass da in den vorigen Generationen nicht unbedingt grauer Star vorkommt, Ah, weil das ist zum Beispiel genau wie beim Pudel ja leider auch eine Erkrankung, die bei den Cocker Spaniel lange sehr häufig vorkam. Ich hatte selber eine Hündin, die daran erblindet ist. Und das ist etwas, das natürlich dadurch, dass es ein schleichender Prozess ist, für die Hunde einfacher zu bewältigen ist als eine adhocke Blindheit. Nichtsdestotrotz ist es eine Augenerkrankung, die einfach für die Hunde belastend ist und die, wenn vernünftig selektiert wird, eben auch vermeidbar ist. Dann gibt es eben die sogenannte Cockerwut, die es ja mal gab, die ja eher eine kognitive Sache war, oder es gibt auch Stimmen, die sagen, es war eine Form der Epilepsie. Es gibt Stimmen, die sagen, es war eine Verhaltensstörung, eine ja, Wesensstörung, die die Hunde hatten.
aufgrund der Überzüchtung ja viele rote Cocker dann eingeschläfert wurden. Sobald sie auch nur geknurrt haben, wurde sofort geschrien, der Hund hat die Cockerwut, der muss sofort eingeschläfert werden. Das ist Gott sei Dank ja inzwischen nicht mehr so. Und die Tierärzte sind da auch viel reflektierter und auch viel besser geworden als vor 20 Jahren. Also ich kann mich daran erinnern, als ich jünger war, da sind Cocker, also sobald die einmal gebissen haben, sind die eingeschläfert worden, wenn das rote Cocker waren, weil der hat die Cockerwut, der wird wieder beißen. Ja? Da hat kein Mensch hinterfragt, ob das irgendeine Erkrankung sein könnte. Ja, da ganz kurz, ich lese da gleich nochmal einen super spannenden Blog-Eintrag zuvor. Sehr gerne. Zu dem Thema, genau, dann können wir das gleich nochmal so ein bisschen ausführlicher, oder ich lege das einfach vor und dann, denke ich, kriegt man da auch nochmal so ganz gute verschiedene Perspektiven auf diese, in Anführungsstrichen, Cockerwut. Genau, Entschuldigung, ja. Das bin ich da, aber das war mir jetzt... Muss ich kein Problem, alles gut. Genau. Dann sind die Ohren leider oft ein Problem, dadurch, dass ja der Gehörgang schlecht belüftet wird. Je schwerer die Ohren sind, umso weniger Luft kommt eben dran. Okay. Und das ist eben auch, dass sie dann eben oft Ohrenentzündungen leiden. Das ist auch ein Riesenproblem. Über die Cherry Eyes haben wir schon gesprochen. Ja. Also, dass eben die ganze Mimik hängt aufgrund der viel zu schweren Ohren, ist auch ein Problem. Dann haben wir tatsächlich bei den Cockern auch manchmal mit den Zähnen ein bisschen zu tun, dass also die Zähne nicht so ganz in Ordnung sind. Und sie relativ früh schon Probleme mit den Zähnen bekommen. Im Großen und Ganzen ist der Cocker ein widerstandsfähiger, sehr agiler Hund, der auch vom Gebäude her, also von den Knochen her, eigentlich noch relativ gesund ist im Vergleich zu vielen anderen Hunden. Aber gerade was so die Dinge, Augen, Ohren etc. angeht, das ist ja auch was oft dann auch schnell die Lebensqualität beeinträchtigt. Absolut, ja. Und dem Hund es einfach auch nicht gut geht. Allergien können manchmal der Fall sein, aber das haben wir inzwischen in jeder Hunderasse, müssen wir ehrlicherweise sagen. Unverträglichkeiten, das sind so die typischen Sachen, bei denen wir jetzt inzwischen bei fast allen Rassen mitkämpfen. Ich überlege gerade, ob mir noch was einfällt. Fällt dir noch was ein? Habe ich was vergessen? Ja, ich habe jetzt hier bei Wikipedia nochmal geschaut. Da stand jetzt Lefzendermatitis. Oh ja, auch das ist gerne genommen bei den Cockern. Tatsächlich auch dadurch, dass ja häufig eben diese ganz fleischigen, dicken Lefzen gezüchtet werden, dass sie dann eben immer wieder Lefzenekzeme haben. Auch wirklich furchtbar anstrengend für die Hunde. Es muss immer wieder gespült und eingeschmiert werden und sauber gehalten werden. Nach jedem Fressen muss man die Schnute ausspülen. Und das ist etwas, das tatsächlich für die Hunde dann auch sehr belastend. Also ja, toll bei einem Cocker einmal gehabt. Okay. Wir haben es dann auch sofort gut austherapieren können. Aber das sind tatsächlich Dinge, die bei den Cockern, und das ist auch oft eben züchterisch geschuldet, dass da nicht gut drauf geachtet wurde, dass eben bestimmte optische Eigenschaften gezüchtet wurden, die dem Hund letztendlich nicht gut tun. Ne? Also das ist so das Problem. Verstehe. Das Gute ist ja, das sind ja Äußerlichkeiten, die ich gut erkennen kann. Als im Welpenalter schwierig, nee, aber dafür muss ich die Elterntiere sehen. Genau, bei den Elterntieren, ne? Und genau, und dann an den Fotos, die der Züchter vielleicht von Oma und Opa an der Wand hängen hat, da kann ich das dann auch mal sehen. Okay, dann hat Wikipedia noch Vestibularsyndrom ausgespuckt. Mhm. Was ist ja also hatte ich das ja noch nie bei einem Cocker, ehrlicherweise. Okay, ja. Also das war es, was Wikipedia ausgespuckt hat. Und jetzt komme ich mal ganz kurz zu dem Artikel von Fluffology oder Fluffology, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Aber ich finde diesen Blog extrem informativ. Moment. Mhm. Okay. Und ich lese jetzt nicht den ganzen Blogartikel vor. Ich lese nur das Fazit vor. Für alle, die sich dafür interessieren, ich verlinke diesen ganzen Blogartikel natürlich in der Videobeschreibung. Also es geht um die sogenannte Cockerwut und das Fazit. Insgesamt gibt es einige Hinweise dafür, dass bei Spaniels impulsives Aggressionsverhalten gehäuft und zu Teilen genetisch bedingt auftritt. Das Aggressionsverhalten zeichnet sich zwar durch fehlende, nur schwer wahrnehmbare Warnzeichen aus, besitzt aber zuordnenbare Auslöser wie das Verteidigen von Futter, Liegeplätzen oder das Wehren gegen körperliche Einschränkungen. Der Hund greift in diesem Fall nicht wie bei einem Anfall wahl- und grundlos seine Umwelt an.
Für die viel zitierte anfallsartige Kockerwut existieren nur einige Fallberichte. Eine mögliche Ursache für das impulsive Aggressionsverhalten könnte ein niedriger Spiegel des Neurotransmitters Serotonin sein. Das heißt nicht, dass mit Erziehung oder einer medikamentösen Behandlung keinerlei Aussicht auf Besserung. Oh, Oliver, alles gut. Und hier kommt gerade jemand auf den Hof. Schau mal, Schatz. Alles gut. Also ich fange nochmal neu an. Das heißt nicht, dass mit Erziehung oder einer medikamentösen Behandlung keinerlei Aussicht auf Besserung der Aggressionsproblematik besteht. Neben erblichen Einflüssen tragen auch Umweltbedingungen wie die Aufzucht oder die Erziehung einen maßgeblichen Teil zum Verhalten bei. Okay, dabei belasse ich es erstmal. Es geht noch ein bisschen weiter, aber sonst sprengt das vielleicht den Rahmen. Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr differenzierter Beitrag, der eben auch Studien zitiert, die eben gemacht wurden, um dieser Cockerwut auf den Grund zu gehen. Sehr, sehr spannend. Okay, bitte. Und der nächste heute nochmal Cockerspaniel? Ja. Echt? Tatsächlich. Ja, sofort. Also ich würde sofort wieder einen Cocker nehmen. Okay. Weil ich bin ehrlicherweise dieser Rasse verfallen. Mein Problem ist aber, ich finde sehr, sehr viele Rassen extrem spannend und mich jucken ganz viele Arbeitseigenschaften in den Fingern. Der Cocker ist aber tatsächlich, wenn mir auch einer nur ansatzweise sagen würde, der ist so wie, also von der Persönlichkeit her, mit allen Licht und Schatten nur ansatzweise so wie eine von meinen beiden Cocker-Mädels, die ich hatte, würde ich durch ganz Europa fahren, um die zu holen. Okay. Also die sind einfach, es sind einfach tolle Hunde. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich habe in den ersten 2 Jahren, meine Cocker waren ja schon erwachsen, als ich sie bekommen habe, weil sie aus dem Tierschutz kamen, aus Ungarn. Ich habe in den ersten 2 Jahren auch viele Tränen vergossen. Warum? Ja, mir war bewusst, dass ich 2 Jagdhunde bekomme und mir war auch bewusst, dass das viel Arbeit wird. Ich habe sie im Doppelpack adoptiert. Ja, wie größenwahnsinnig kann man sein? Ja, okay. Manchmal habe ich da so einen kleinen Hang zu. Ich bin nur 1,63 groß, da muss man vielleicht größenwahnsinnig sein. Ich weiß es nicht genau. Aber die beiden haben mich echt die ersten 2 Jahre an meine Grenzen gebracht manchmal. Immer wenn ich dachte, jetzt läuft, jetzt haben wir was geschafft, ich könnte was auf meiner Liste abhaken, haben die beiden Cocker-Mädels gesagt, nö, wir haben übrigens da nochmal eine neue Idee, wir machen das nochmal. Das war schon, also ich habe extrem viel von den beiden gelernt, was uns auch echt zusammengeschweißt hat. Ich habe extrem viel über mich gelernt, weil als ich die vor 20 Jahren adoptiert habe, war ich der Meinung, dass ich schon sehr nett bin mit Hunden und sehr positiv arbeite. Da haben die mir an der einen oder anderen Stelle gesagt, denk da nochmal drüber nach, was du so tust. Das war schon cool. Und ich würde sie auf jeden Fall, würde ich wieder einen Cocker nehmen. Ja. Okay, das heißt, aber du machst dich jetzt nicht auf die Suche, weil du bist doch gerade hundelos, oder sehe ich das? Ich bin gerade hundelos, ja, tatsächlich. Also so richtig bin ich nicht hundelos. Mein Lebensgefährte hat eine Entlebucherhündin, die uns auch im Moment noch ziemlich fordert, weil die ist ein ziemliches Hipstärtchen. Von daher ist mir da wichtig, dass bevor hier ein Welpe einzieht, dass wir mit ihr alle vernünftig und gesettelt und im Rahmen haben und sie entspannt sein kann und das alles bewältigen kann und wir sie gut ausgebildet haben und dann kommt irgendwann mal ein Baby. Okay, na gut, dann warten wir darauf, sind ganz, ganz gespannt auf deinen nächsten Hund. Sipke, ich habe noch eine Frage und zwar mögen Cocker Spaniel das ganz gern, wenn sie mit mehreren Hunden zusammenleben? Also ich weiß, man kann das ja, ich habe ja deshalb die Einleitung vorgelesen, man kann es nicht verallgemeinern, aber wie sind da so deine Erfahrungen? Ich glaube, das kann man bei denen wirklich gar nicht sagen, weil es so starke Persönlichkeiten sind. Okay. Das ist da sicherlich, ich habe Cocker Spaniel kennengelernt, die waren absolute Prinzen und Prinzessinnen. Ja? Okay. Die haben das total genossen, dass alle Aufmerksamkeit auf ihnen war. Mhm. Ich habe aber auch schon Cocker Spaniel erlebt, die eben zu zweit oder in einem Haushalt mit 2 anderen Hunden, also zu dritt, total glücklich waren und das total toll fanden. Ich denke, das ist tatsächlich so ein Persönlichkeitsding. Ja. Okay, ja. Ich habe mir gerade überlegt, Anja, wieso stellst du diese Frage? Und ich weiß jetzt warum. Und zwar wollte ich so ein bisschen
nochmal zukünftige Interessenten für den Cocker Spaniel, glaube ich, darauf hinweisen, dass es ja eventuell sein könnte, wenn der Welpe einer von denen ist, die so gerne essen und nie satt sind. Und ich habe aber noch mehrere Hunde im Haus, dass ich da eben wirklich geschickt agieren sollte über Training, dass es da eben nicht auch zu innerartlichen Ressourcenverteidigung kommt. Absolut. Meine beiden Cocker-Mädels haben ihr Leben lang getrennt gegessen. Ah ja, okay. Ja. Ihr Leben lang. Ja. Und das war mir auch immer wichtig, also dass da eben gar keine Konflikte entstehen können. Weil, also das sind ja auch Dinge, die man letztendlich über sehr einfaches Management regeln kann, ne? Auf jeden Fall, genau. Nur man sollte, ich finde mal, man kann sich ruhig ein paar mehr Gedanken machen als zu wenig. Immer besser zu viel als zu wenig Gedanken. Genau. Bei dir. Absolut. Okay. Gut, meine Liebe. Also ich glaube, wir haben alles irgendwie gut und rund und ausführlich besprochen, oder? Fällt dir noch was ein, was wir vergessen haben? Möchtest du gerne noch irgendwas loswerden über den Cocker Spaniel oder über irgendwas anderes? Dann wäre das jetzt deine Zeit. Sprechen Sie jetzt oder schweigen Sie für immer. Nein. Also ich finde auch, ich glaube, wir haben die Rasse gut beleuchtet und haben, glaube ich, auch jedem, der sich dafür interessiert, ein gutes Bild gegeben, was da auf ihn zukommen könnte. Und ja, wie gesagt, ich finde, es sind ganz fantastische Hunde, aber wie bei jedem Hund, man muss sich darüber im Klaren sein, es ist viel Arbeit, wie bei jedem Hund. Man muss sich darauf einlassen. Es ist ein Hobby, das Zeit frisst und das Bedürfnisse hat. Und da denke ich, ist es tatsächlich wirklich wichtig, und deswegen finde ich deinen Podcast so wunderbar, dass man sich da sehr gut und vor allem auch vielfältig informiert. Denn sind wir mal ehrlich, wenn man die Homepage von einem Züchter liest, dann hat der natürlich extrem viel Gutes über seine Hunde zu sagen. Das wäre ja auch komisch, weil sonst würde er ja nicht züchten. Aber es ist ein Verkäufer, ja, der verkauft ein Produkt, ohne dass ich jetzt den Hund als Produkt runterstufen möchte. Aber es ist nun mal so. Und da ist es wichtig, dass, wenn ich mich für eine Rasse interessiere, dass ich eben einen Podcast höre, dass ich kritische Stimmen höre, dass ich Leute frage, die solche Hunde haben, und mir eben die ganze Bandbreite hole und nicht nach einem Jahr feststelle, der Cocker hat den kompletten Garten umgegraben, die Katze gejagt, ist draußen abrufbar und hat immer nur die Nase am Boden und findet den dann total doof, obwohl das ein ganz toller Hund ist, nur weil ich mich eben nur über die Vorteile informiert habe oder mich von dem niedlichen Aussehen habe blenden lassen. Genau, und seine Funktion einfach mal so ein bisschen ausgeblendet habe. Ne? Ja, genau. Aber ich denke, das haben wir hier wirklich sehr ausführlich dargestellt, und ich sage mal, ich stelle mir gerade den typischen Cockerbesitzer vor, der einfach Bock hat, auch bei Regen mit Gummistiefeln durch den Wald zu latschen, mit seinem Hund irgendwie schöne Dinge zu machen, ne? Und sich nicht darüber zu ärgern, wenn er mal an der Leine zieht oder die Nase auf dem Boden hat, weil Jagdhund bleibt halt Jagdhund, und das kann man auch nicht wegtrainieren. Also das wäre nochmal so die Schlussinfo. Alles klar. Prima. Liebe Wiebke, vielen Dank, dass du bei mir warst. Und sehr gerne. Ich muss ja immer noch kurz sagen, genau. Also unser Gespräch wird ja auch als reiner Podcast bei Spotify und Apple ausgestrahlt, und ich würde mich mega, mega freuen über Bewertungen, gern auch über Kommentare auf YouTube. Teilt gerne die Folgen, was das Zeug hält, und zwar nicht, weil ich damit Geld verdiene, sondern weil wir alle, also ich und alle, die bei mir zu Gast waren und auch noch kommen werden, wir wollen ja, dass die Informationen möglichst viele Menschen erreichen. Und das tun sie nur, wenn wir den Algorithmus dementsprechend füttern. Und deshalb bewertet jeden Fall halt, was das Zeug hält. Sorgen wir für. Vielen Dank, liebe Wiebke. Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Tschüss. Anja, ciao.